Hallo, liebe Leute, willkommen zurück beim Hexer. Hier mitten im Sumpf, bei den Umen. Aber, nein, es gibt kein neues Wiedersehen mit diesen grässlichen Drecksviechern. Ups, was war das denn? Wir haben ein Monster zu schlachten, das sich irgendwo hier befinden soll. Gerade durch. Ich weiß nicht, wie weit wir gehen müssen. Wow! Wow, 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 wow. Leckt mich doch alle mal. Nervt. Oh. Und er haut mir noch voll eine rein. Und dafür haben wir beide auf einmal gesnackt gerade. So. M. Halb links. Die Richtung. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr gut erinnern. Rot ist, aber das wird ein bisschen langsam. Oh. Was rennt er weg? Er rennt einfach mal erstmal weg. Wo sind wir denn schon da? Och Mensch. Immer dieses Tastengewirr. Ja, wir sind genau an dem Ort, wo wir sein suchen sollten. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Okay. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Okay. Komisch. Keine Spuren um die Leichen herum. Warte mal kurz. So, sag mal, ey. Ist nicht dein Ernst. Wir müssen eh gleich nochmal rasten. Oh, weil gleich die Lampe eine Illusion. Was ist die das? Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Kann doch nicht wahr sein. Dann müssen wir mal weitersuchen. Aber wir haben nicht mehr genug Waldkauz. Dann müssen wir mal kurz eine Stunde warten hier. Monster läuft uns ja nicht weg. Okay, dann zeige ich dir lang. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Der Geruch, fast metallisch. Ich sehe keinen Nebel. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Ein alter Nebling, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Okay. Was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Finde den Nebling mit Hilfe der Illusion.
könnte er sein? Ich will noch mal kurz gucken, was ein alter Nebling ist. Ist das ein Geist? Nee. Ein Nebling. Mondstaub, Nekrophan, Fagenöl und Quen. Wenn einen im Sumpf die Nacht überrascht, bleibt man, wo man ist und wartet den Morgen ab. Und zwar auch, wenn man bis zur Hüfte in ekelverseuchtem Wasser steht. Am wichtigsten, wer im Sumpf ein Licht sieht, darf niemals, und ich unterstreiche niemals, darauf zuhalten. Johannes Strutt, Reiseführer. Okay. Also. Können wir etwas mit der Lampe ausrichten? Von der einen Stelle irgendwie keine Luft, also wirklich Nebel ist da jetzt nicht. Vielleicht müssen wir bis in die Nacht warten. Warten wir mal bis nachts. Was Fettes. Ach, das ist nur der Busch gewesen. Oh! Ich bin ja gar nicht mehr auf dem richtigen Wege. Hier, wa? Noch weiter nach rechts. Hier. Immer noch nicht. Ach, ich bin in die völlig falsche Richtung gegangen, ja Mai. Okay, ich krieg keine Luft mehr. Raus aus dem Nebel. Schon raus aus dem Nebel. Raus aus dem Nebel, nicht sterben jetzt. Boah. Da hinten ist nichts. Ich gehe ja noch nicht mal drauf zu. Da hinten. So, ich richte mich jetzt genau auf die Mitte des Dings aus. Genau da.
Ja, aber hier ist ja gar kein Nebel. Ich stehe genau drin. Was sagt denn die Quest? Also. Mit Hilfe der Illusion, ne? Welche Illusion? Ja, das ist natürlich in der Nähe des Niederwörr, von Niederwörr war ein vom Torfstich ein mysteriöser Nebel aufgetaucht. Alle, die hineingerieten, starben. Geralt beschloss, den tödlichen Nebel zu untersuchen und herauszufinden, ob Geralts Nachforschungen in ihm. Das Herz des Sumpfs dort sprang aus einem besonders dichten Nebel, eine besonders hässliche Nebling an. So, ein besonders dichter Nebel. Der ist ja dann der auf der anderen Seite. Aber die Questbeschreibung ist geschrieben, als hätte ich es schon geschafft. Das ist ja natürlich mal ganz merkwürdig. Okay, da. Es könnte überall sein. Da gibt es ja bestimmt auch einen Trank gegen, oder? Also eben mittlerweile weiß ich schon nicht mehr, was ich noch machen soll. Kiste. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding hier brauche. Also für mich ist das hier mal besonders dichter Nebel. Aber schon wieder zu Ende. Die Karte sagt hier mal was ganz anderes, nämlich dass es da irgendwo ist. Also wenn dann eher hier so. Da ist das Pferd. Schon kein. Da bin ich ja dann schon nicht mehr im Nebeltal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Leute, ich weiß es nicht. Wie lange irren wir jetzt hier schon rum? Keine Ahnung.
würde das gerne mal schaffen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, das sah nur so aus. Ich kann nichts erkennen. Irgendwie eine Bombe reinschmeißen oder so. Hier so. Bam! Hier muss ja doch sein. Oh. Der Wind heult. Oh, ich dachte schon. Da waren gerade Fußspuren. Hat er die Fußspuren gesehen? Zeigt er mir aber nicht mit dem Hexersinn an. Warte. Bin ich hier doch richtig. Hallo. Nebling. Jetzt bin ich aber aus dem Kreis schon wieder raus, ne? Hier irgendwo. Zwar keine Fußspuren mehr gefunden, aber... was für eine lame Folge. Tut mir leid. Ich habe auch keiner behauptet, dass Hexerarbeit immer lustig ist. Ja. Was leuchtet denn da hinten? Seht ihr das? Das Fette, was da leuchtet? Ah, ich hab's so übersehen. Das ist eine Illusion gewesen. Ah, verdammt. Drecksvieh. Mein Gott. Das Auge von Nihalini. Ich sollte es benutzen. Ja. Ich sollte speichern. Verdammt. Das kann nur mir passieren. Habe ich das Nekrophagenöl schon drauf gemacht? Nee, ne?
beides genommen, ja. Da bist du. Ah. Hallo. Bastarde sind stark. Muss der Nebel sein. Okay. Oh, ein ganz hübsches Exemplar. Ohne Bauch. So habe ich mir das immer gewünscht. Was war Quinn? Erden nehmen, um hier festzusetzen. Das ist stark. Das funktioniert nicht. Raus hier. Fuck. Wo bist du? Boah, er kommt aus dem Nichts, ey. Alter Schwede, ey, willst du mich verarschen? Da habe ich noch gar keine Methode irgendwie gefunden, wie ich den am besten runterkriege. Darauf erstmal ein Mate. So gut, wir haben mal kurz davor gespeichert, das ist dann halb so schlimm. Jetzt aber. Der wollte noch falsch ein bisschen, geht nicht mehr. Ach nee, das war der gar nicht. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Ja. Du hast so recht, Gerald. Mach dein scheiß Licht aus. Oh, Florian. Bastarde sind stark. Ja, die sind sehr stark. Ich weiß gar nicht, hatte ich in dieser Welt schon
Das Öl benutzt? Nee, Nekrophagenöl. Bitte drauf, bitte danke. So, und welche lustigen Donner hört die Angriffskraft. Beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Ja, okay, so rum. So. Und jetzt wird einfach mal gepflegt nochmal eine Runde irritiert. Das ist mir nämlich pipi schnurzi egal. Jetzt liegt der. Bums aus, Nikolaus. Was jetzt, du Stück Dreck? Boah. Zurück. Okay, bleib cool. Bleib cool, Kumpel. Oh, bleib cool. Das ist gerechtlich. Ich muss mal aufrüsten. Oh. Der Angriffslustiger. Ja! Ah, Leute. Der Hammer. Carabella. Und noch so ein Ding. Ey, wir haben nur Schwerter, so viele Schwerter gekriegt. Müssen wir gleich mal nachgucken. Jawohl! Sehr gut. Das ging jetzt, ja. Der Trick war einfach, durch dieses Schild das immer aufrecht zu erhalten, weil ein Schlag kassiert man gar nichts. Ne? Ist ein cooler Trick. Ich weiß. So, was haben wir hier? Plus 7 Stahlwaffe Carabella. So, kritische Trefferbonus. Kritische Trefferchance. Chance auf Betäuben. Es ist kritischer Trefferchance. Chance auf Einfrieren. Ja, nee, das andere ist eigentlich besser. Boah! Guck mal, endlich ein gutes, ein viel besseres Silberschwert. Viel besser. Halt die Fresse. Das wird genommen. Und ich glaub's nicht. Ach nee, ja doch, ich glaub's. Ich hab wieder rechts geguckt bei der Hose, die wir anhaben. Ich wollte gerade sagen, eine viel bessere Hose als unsere, aber... So ist das Leben. So. Gut, dann können wir die verkaufen. Da können wir die verkaufen. Und wir müssen die Quest noch abgeben. Wo ist denn der gute Questabgeber? Der war hier mitten im Sumpf irgendwo, ne? Da. Ja, mal da hinlaufen. Wenigstens ist es draußen schon mal wieder hell geworden.
so ungefähr, ne? Ja, zeig her. Richtung. Leicht links. So, das müsste hinhauen. Uiuiui, also da bei den Monsterkämpfen, da kann man echt nicht meckern, von der Intensität her auf jeden Fall. Das fetzt schon. Oh. So. Muss jetzt aber hier irgendwo sein, oder? Bin zu weit gelaufen, hinter mir. Direkt hinter mir. Da. Hier kann man sich auch gar nicht zurechtfinden. Also, wer mir erzählt, er schafft das ohne Karte, der... Hallo? Hallo? Der muss hier irgendwo sein. Ach, da. Hinterm Haus. Oh. Gibt es was Neues? Ja, gibt es. Hier, meine das Belohnung Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird Asdorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Ja. Nimm sie und leb wohl. Moment mal, das ist weniger als vereinbart. Meister Hexer, die Bestie hat mich vom Torfsammeln abgehalten. Und ich habe ja eine Familie zu ernähren. Mir fehlen nur noch ein paar Kronen, dann kann ich neues Werkzeug kaufen. Hab Gnade. Ich werde dich bezahlen. Ich zahle das Doppelte. Aber erst in einer Woche, wenn ich die Verluste wettgemacht habe. Gut, bis nächste Woche. Also schön. Aber denk daran, dass ich daran denke. Du wirst nicht dran vorbeikommen zu zahlen. Danke, Hexer. Hab Dank, Herr. Melitele segne dich. Mögest du fruchtbar sein und dich... An die Arbeit. Du hast nur eine Woche. Schön gesagt. Das freut mich sehr. Ja, Leute, Folge, Überlänge und so weiter und so fort. Macht nichts. In der nächsten Folge machen wir dafür umso kürzer, denn in der nächsten Folge, nein, Spaß, in der nächsten Folge reisen wir nach Novigrad. Wir haben hier alle Hexeraufträge in unserem Levelbereich abgeschlossen. Es reicht hin. Ich habe keine Lust mehr auf Hexeraufträge. Ich will wissen, was mit Ciri ist. Wir haben genug Kohle, um ordentlich shoppen zu gehen und es reicht. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Ansonsten, wir sehen uns nächstes Mal. Bleibt main. Haut rein. Bis dann. Tschüss.